Moin zusammen, hier ist Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe heute einen Gast bei mir und das ist der Martin Oster vom Kanal Gewaltig Nachhaltig. Moin zusammen. Stellt sich gleich mal vor. Gerne. Und wir reden heute über ein Thema, was mich schon sehr lange beschäftigt. Und wenn ihr genauso wie ich vor der Entscheidung steht, was macht ihr mit eurer Heizung? Stellt ihr eventuell auf Wärmepumpe um? Wie spielt das Ganze zusammen mit eurer PV-Anlage und eurem Elektroauto? Dann wird das heute das Video für euch, also unbedingt dranbleiben. Diese Sendung wird euch präsentiert von Store and Charge, euren Experten für Ladezubehör. Martin. Ja. Schön, dass du da bist. Sehr gerne. Nicht jeder meiner Abonnenten kennt dich. Vielleicht kannst du so ein, zwei Sätze zu dir sagen. Ja, mein Name ist Martin Oster. Ich bin 50 Jahre alt gerade geworden und komme aus Quickborn, nördlich von Hamburg, aus Schleswig-Holstein also. Und wir betreiben seit 2020 den YouTube-Kanal Gewaltig Nachhaltig. Und da berichten wir schwerpunktmäßig so über den Energiemix zu Hause. Ein bisschen Elektromobilität ist auch dabei, aber hauptsächlich Photovoltaik und seit wir sie haben, auch unsere Wärmepumpe. Wir berichten halt über die Erfahrungen, die wir damit gemacht haben oder auch machen. Genau, dein Thema ist Nachhaltigkeit und du bist eben auch ein Anwender, also bist nicht nur Theoretiker, sondern bist quasi Wärmepumpenanwender aus der Praxis. Ja. Auch PV, ihr habt eure gesamten Dächer, die ihr so habt beim Haus, zugepflastert mit Speichern, mit PV-Modulen und so weiter, auch verschattet und so weiter. Und du berichtest auf deinem Kanal über das, was du damit erlebst, die Erträge, die du erwirtschaftest. Und das finde ich immer hochspannend. Vor allem jetzt im Zusammenhang mit der Wärmepumpe. Mhm. Denn ich weiß nicht, ob du es weißt, ich habe ja hier ein Haus, das ist Baujahr 2006. Mhm. Das heißt, es ist jetzt so 18 Jahre alt. Und die Gasheizung, die wir eingebaut haben, ist natürlich auch noch original von 2006. Ist jetzt also genauso alt wie das Haus. Ja. Läuft auch eigentlich störungsfrei. Aber dennoch habe ich natürlich schon quasi Ende 2022 darüber nachgedacht, als das auch mit der Energiekrise relativ schlimm war, ob ich vom Gas nicht doch weggehen möchte hin zur Wärmepumpe. Und überhaupt meine PV-Anlage, die ich auf dem Dach habe, die ist ja sehr klein. Vielleicht wisst ihr das, ich habe schon mal ein Video gemacht darüber, 3,6 kW Peak. Das Video verlinke ich euch mal hier oben. Die ist zwar abbezahlt, hat sich amortisiert und ist auch noch gut gefördert, aber ist eben sehr klein. Also liefert nicht wirklich Ertrag und da wollte ich es halt erweitern. Das ist bis heute gescheitert an mangelnden Angeboten, die sich irgendwie rechnen. Also ich habe natürlich Angebote bekommen, nur die waren alle sehr teuer. Also so teuer, dass man sie nur als Abwehrangebote bezeichnen kann. Weil eben auch so eine Fläche, die ich noch habe, die reicht auch nur gerade noch für 3 bis maximal 3,5 kW Peak, die ich noch zubauen könnte. Und das ist für die meisten unattraktiv. Aber nichtsdestotrotz, der Plan bei mir, auf Wärmepumpe umzustellen, im Kopf ist er noch da, nur die Praxis fehlt noch und dennoch mache ich mir immer noch Gedanken drüber, ist das jetzt wirklich alles so sinnvoll? Ja. Gerade jetzt zum jetzigen Zeitpunkt, wenn die alte Heizung auch noch läuft, das heißt, ich muss jetzt nicht zwingend umrüsten, es kostet auch eine Stange Geld. Die Angebote, die ich habe, die liegen so im Bereich 35.000 plus minus. Mhm. Eine Förderung würde ich bekommen, das sind so 32% ungefähr. Nichtsdestotrotz, eine hohe Investition für eine bestehende Anlage rausreißen. Würdest du aus deiner Erfahrung sagen, machen oder noch warten? Ja, ich sag mal, es kommt immer aufs Gesamtkonzept an. Das muss man mal überlegen, was will man alles machen, wie soll es zusammenspielen. Und dann muss man natürlich ein bisschen den Markt beobachten auch. Also ich würde zurzeit, ich habe ja eben deine Gastherme unten angesehen, die läuft ja eigentlich noch problemlos. Ja. Du hattest kleine Reparaturen, aber sie zickt nicht rum. Sie ist jetzt 17 Jahre alt dann. 18 jetzt. 18 dann, ja. Solange die noch vernünftig läuft, würde ich erstmal warten, bis der Markt sich ein bisschen mit den Wärmepumpen beruhigt hat. Du hast ja selbst das Angebot gerade genannt. Wir haben damals für 31.500 Vorförderung die Wärmepumpe beschafft. Und seitdem sind sie noch mal teurer geworden. Das ist jetzt ein Jahr her ungefähr. Irgendwann wird sich aber hoffentlich der Markt mal wieder ein bisschen beruhigen. Und deshalb bei der Wärmepumpe würde ich bei dir einfach sagen, warte noch ein bisschen ab, beobachte das Ganze. Aber das Gesamtkonstrukt hier, das Haus ist ja relativ neu. Von daher bin ich der Meinung, als Wärmepumpe sollte das schon funktionieren auch. Ja, dass das funktioniert, glaube ich, auch hundertprozentig. Ich habe auch einen Energieberater gehabt, der hat das hier auch ausgerechnet. Sonst hätte ich auch die Förderung nicht bekommen. Das ist auch so ein Niedrigenergiehaus nach KfW, weiß was ich, wie die Zahl war auf jeden Fall. Darf ich kurz unterbrechen? Ja? Förderung würde ich übrigens an deiner Stelle nochmal neu beantragen, weil es kommt ja eine neue Förderung. Und die wird noch ein bisschen günstiger für dich. Stimmt, das ist jetzt schon fast ein Jahr her. Richtig, du kannst nämlich jetzt 50% bekommen, weil alle, die ab 1.1.24 sich dafür entscheiden, bekommen 30%. Ja. Und
Wer bis 2028 sich entscheidet, bekommt nochmal 20% schnell entschlossenen Rabatt obendrauf. Du kannst also von den 32,5, die du jetzt erwähnt hast, sogar noch auf 50% kommen. Wow, das wäre ja nicht schlecht. Ja. Nichtsdestotrotz, also ich habe im Kopf noch nicht so richtig das Ganze für mich klar. Also ist natürlich so, dass ich dann ja mit Strom heize. Mhm. Zumindest dann, wenn ich zuheizen muss, wenn es draußen zu kalt ist. Und ich weiß zwar, dass die Wärmepumpe aus einer Kilowattstunde Strom mehr Kilowatt Wärmeleistung macht, als man da reinsteckt. Also ist es ein Effizienzgewinn. Mhm. Nichtsdestotrotz habe ich halt dann schon einen hohen Strombedarf. Und es ist ja so, wenn du jetzt E-Auto fährst oder ich bin ja E-Auto-YouTuber, ihr kennt mich ja. Immer wieder höre ich die Sprüche unter den Videos oder auch erst gestern, wo ich in Papenburg war, bei der Elektromobilitätsmeile. Wenn wir alle Elektroautos fahren, ihr kennt das, wo soll der ganze Strom herkommen? Atomkraftwerke sind alle abgeschaltet, wir heizen jetzt hier oder wir machen den Strom mit Kohle. Was ist, wenn der Wind nicht weht, wenn die Sonne nicht scheint? Wo soll der ganze Strom herkommen? Und jetzt setzen wir noch einen drauf, jetzt sollen wir alle auf Wärmepumpe umstellen. Das heißt, wir heizen auch noch alle mit Strom. Und fahr noch E-Auto, um Gottes Willen. Das bricht alles zusammen. Ich kann diese Denkweise natürlich durchaus nachvollziehen. Nur ist es wirklich realistisch? Was ist so deine Erfahrung damit? Ich sag mal, ich gebe allen recht, wenn morgen wirklich alle eine Wärmepumpe haben und morgen alle ein E-Auto haben. Das wird nicht funktionieren, aber es ist ja ein Prozess. Ich sag mal, wir haben zwei Sachen, die gleichzeitig laufen. Der Ausbau der Erneuerbaren und die Entkarbonisierung der Verbraucher, also Heizung, Auto hin zu elektrisch. Und das sollte parallel laufen, das heißt, wir bauen immer mehr erneuerbare Energien auf. Ja, wir schalten Atomkraftwerke ab, das war eine beschlossene Sache. Wir bauen auch Kohlekraftwerke ab, dafür bauen wir aber Erneuerbare zu. Die sind in der Tat auch nicht so verfügbar, wie ein Grundlastkraftwerk es immer war. Aber dafür gibt es ja auch Intelligenzen, mit denen wir arbeiten können. Und das müssen wir einfach machen, das müssen wir betrachten bei der Sache. Und das ist, glaube ich, sogar das, wo viele Leute und auch ich so ein bisschen auch einen Denkfehler haben. Denn ich glaube, dass viele Leute, darunter zähle ich mich auch, die Wärmepumpe noch gar nicht so richtig verstanden haben. Also natürlich, was die tut, alles klar, aber wie das ganze Konzept in ein gesamtes Energiekonzept reinspielen könnte, das habe ich, glaube ich, noch nicht so richtig verstanden. Erst jetzt beginne ich so ein bisschen zu begreifen, was wir damit überhaupt für Möglichkeiten haben, mit der ganzen Umstellung auf strombasierte Energie und weniger fossile Energie. Denn man kann ja Strom durchaus speichern. Entweder gibt es ja Wasserstoffspeicher oder eben auch Akkuspeicher. Nichts anderes machen wir mit unseren E-Autos, nichts anderes machen wir mit einem Hausspeicher. Und man hört immer dieses Schlagwort Netzdienlichkeit, ne? Ja. Das heißt, es fangen ja jetzt zum Beispiel die ersten Autohersteller an, Vehicle-to-Grid anzubieten. Das heißt, du kannst dein E-Auto als Stromspeicher für zu Hause verwenden. Und dann immer dann, wenn viel Strom da ist, den speichern in deinem Auto oder eben auch in deinen Hausspeicher tun. Ja. Und dann, wenn der Strom quasi, weil der Wind nicht weht oder sonst wie Sonne nicht scheint, nicht so verfügbar ist, dann kannst du ihn da wieder rausholen. Und nichts anderes können wir sogar im großen Maßstab machen. Das heißt, wir können ja auch an einem Windrad beispielsweise einen Container hinstellen mit, keine Ahnung, 5 Megawatt Speicherkapazität aus Akkus. Das müssen ja nicht mal neue Akkus sein, oder? Nee. Das können ja auch natürlich alte, gebrauchte Akkus sein von E-Autos. Richtig. War gestern erst die Diskussion gehabt, ne? Da kam ein Passant und schimpfte halt über die E-Autos und sagte auch im gleichen Zuge mit der Wärmepumpe und dem Strom. Und da fiel mir aber ein, Mensch, das ist doch sehr kurzfristig gedacht, aber eben nicht langfristig. Die langfristige Idee dahinter wäre doch, wir würden diese ganze Netzdienlichkeit endlich auch mal in die Praxis umsetzen. Passiert da jetzt eigentlich was? Also ich kann für mich zu Hause sagen, da ist was passiert. Du privat was gemacht hast. Genau, richtig, ja. Wir machen es ja im Kleinen vor und es geht ja auch im Größeren, weil du sprichst ja an, wir brauchen Speicher. Und da haben ja auch alle vollkommen recht. Wenn der Wind nicht weht und die Sonne nicht scheint, dann muss der Strom irgendwo herkommen. Er muss bereitgestellt werden und das tun halt Speicher. Aber wir müssen das Ganze ja irgendwo auch von der Wirtschaftlichkeitsseite sehen. Und Strom, den wir zeitlich durch Speicher verschieben, der ist der teuerste Strom. Das sollte immer die letzte Alternative sein. Nicht umsonst sagen wir auch, Wasserstoff ist der Champagner der Energiewende. Weil der sollte wirklich nur da eingesetzt werden, wo er wirklich gebraucht wird, weil andere Methoden nicht funktionieren. Was du sagst mit den Wärmepumpen sind auch Speicher.
Ich kann meine Wärmepumpe ja höher laufen lassen, wenn der Strom verfügbar ist und dann auch günstig ist. Und dann speichere ich zum Beispiel in meinen Estrich oder in einen Pufferspeicher oder sonst was rein. Und genauso haben wir die E-Autos ja auch als Speicher. Und wir machen es zum Beispiel zu Hause so, wir lassen unsere Wärmepumpe dann laufen, wenn besonders viel Strom im Netz ist. Ich bin ja noch Laie, was Wärmepumpen angeht. Ja. Also ich besitze keine und ich habe mich bis jetzt nicht so damit beschäftigt, dass ich weiß, wie man sie programmiert zum Beispiel. Du redest jetzt von irgendeiner Programmierung, dass du sagen kannst, zu bestimmten Zeiten, oder du hast ja sogar eine PV-Anlage, du könntest dann, kannst du sagen, wenn die PV-Anlage viel Überschussleistung liefert, powert die Wärmepumpe im Winter besonders viel hoch, sodass du die Leistung eben schön nutzen kannst und dann in deinem Estrich quasi als Speicher, als Wärmespeicher das Ganze lagerst. Geht das so? Das kann ich machen, ja. Unsere PV bringt ja leider wegen der Schatten nicht so viel, deshalb praktiziere ich das nicht. Wie viel Kilowatt hast du auf dem Dach? 20,5. Ja, 3,6, also ja. Das ist mal ein Unterschied. Ja, aber du hast einen Speicher, auch 20? Oder? Nee, wir haben 8,6 und davon habe ich 1,3 als Notstromreserve. Okay. Wir haben ein Notstromsystem, falls der Strom ausfällt, dann können der Speicher erstmal übernehmen, falls die Sonne gerade nicht scheint, und das Ganze übernehmen. Ja. Aber was du sagst ist, ich habe es viel einfacher gemacht. Und zwar haben wir haben dynamische Strompreise, wir haben einen Anbieter, der das anbietet. Da kommen wir gleich noch zu. Ja, will ich gar nicht weitermachen. Und ich lasse meine Wärmepumpe einfach per Wochenplaner dann laufen, weil dieses Stromprofil, das sieht jeden Tag immer relativ identisch aus. Wir haben morgens von 6 bis 9 Uhr haben wir immer eine Preisspitze, weil wir eine Lastspitze haben. Alle stehen auf, alle kochen ihren Kaffee, alles Mögliche wird angeworfen. Dann in der Mittagszeit geht das wieder ein bisschen runter und abends, wenn alle nach Hause kommen, dann wird gekocht, dann wird Fernsehen geguckt, dann duscht man föhnt sich die Haare oder so, dann haben wir wieder eine Spitze. Und ich habe ganz einfach bei mir erstmal als erstes einen Wochenplaner erstellt, in dem meine Wärmepumpe immer zu den Zeiten ausgeht, wo der Strom teuer ist. Und das ist jeden Tag relativ identisch. Ja, cool. So kann man das natürlich so ein bisschen vorausplanen und ein bisschen steuern, ne? Also das heißt, man ist nicht völlig schutzlos der Preisentwicklung ausgeliefert. Das ist eben das Thema, worauf wir jetzt mal zu sprechen kommen, nämlich dynamische Strompreise. Mhm. Ich hatte ja schon in meinem letzten Video mit der AuraCat mal über Tibber gesprochen. Du bist ja tatsächlich Tibber-Kunde. Ja. Falls ihr Tibber nicht kennt, das ist ein skandinavischer Stromanbieter, also digitaler Stromanbieter, kann man nur übers Internet die Verträge abschließen. Und die bieten dynamische Strompreise, die sich nur nach den Preisen der europäischen Strombörse richten. Mhm. Da kommen natürlich noch die Abgaben drauf, die der Staat kassiert. Ja. Aber Tibber verdient am Strom gar nichts, sondern nur an der Grundgebühr und an Sachen, die sie drumherum verkaufen. So, genau. Habe ich es verstanden. Ja. Richtig? Richtig. Und das heißt, du hast dann eine Vorhersage in der App, wann der Strom besonders günstig ist. Mhm. Das siehst du quasi am Tag vorher schon, oder? Ab um 13 Uhr kriege ich immer die Strompreise vom kompletten nächsten Tag. Ja, geil. Und dann kannst du sagen, okay, heute um 16.30 Uhr sinkt der Strompreis um 20%. Da kann ich jetzt meine Wärmepumpe anschmeißen oder ist sie sowieso schon so gesteuert, dass das, weil das immer meistens zu derselben Tageszeit passiert. Mhm. Und dadurch sparst du, wie viel, kannst du das sagen, wie viel du pro Jahr sparst dadurch? Also wir hatten vorher einen Stromanbieter, da haben wir am Ende 42 Cent, glaube ich, gehabt. Der war sogar auch über 50 Cent. Und jetzt sind wir beim Preis so ungefähr bei 30 Cent mit Tibber. So im Durchschnitt. Ein bisschen drunter, wenn wir es richtig gut machen. Wir laden zurzeit viel das Auto auch über Tibber. Und dann kriegt man den Strompreis halt auch noch weiter runtergedrückt. Genau. Dann lade ich halt bei 20 Cent, wenn viel Wind ist, mein Auto voll. Ja, und das ist ja nicht nur für Wärmepumpen ganz interessant, sondern auch, wenn ihr ein E-Auto habt. Wir haben ja sogar zwei E-Autos. Mhm. Man kann ja auch sogar durch intelligente Wallboxen dann sogar ohne Smart Meter das Ganze über eine App von Tibber programmieren, dass die E-Autos zum Beispiel dann geladen werden, wenn eure PV-Anlage besonders viel Überschuss, das geht ja sowieso, aber wenn der Strom besonders günstig ist an der Börse, dann könnt ihr euer E-Auto damit laden. Richtig. Das heißt, so E-Auto, Tibber, Wärmepumpe, das perfekte Match, das passt ganz gut zusammen. Ne? Die Apps kommunizieren untereinander. Ja. Also die Tibber-App kommuniziert mit der Tesla-App und die sagt ja dem Auto, was Sache ist. Und genauso geht es auch mit der Wärmepumpe. Ich und weiß nicht, ob Weiland schon drin ist bei Tibber. Ich bin mir gerade nicht sicher. Also man muss nicht mal so ein Smart Meter oder sowas Besonderes Hardware noch haben. Das machen die Apps unter sich aus. Ne? Smart Meter kommt ja eh, das Smart Meter Gateway. Und Tibber simuliert das ja quasi mit seinem Puls, mit dem Lesekopf. Genau. Genau. Aber das geht über die Apps. Genau. Da ich mich mit Tibber auch schon länger beschäftigt habe, habe ich für euch auch einen 50-Euro-Code, übrigens einen Gutschein. Wenn ihr der Meinung seid, das wäre was für euch, könnt ihr bei mir unten in der Videobeschreibung einen Link finden
womit ihr dann, wenn ihr euch bei Tibber für einen Stromvertrag registriert, dort im Shop einen 50-Euro-Gutschein bekommt. Das aber nur am Rande. Jedenfalls ist das für mich auch eine ganz erhellende Erkenntnis gewesen, dass man ja seine Wärmepumpe auch so steuern kann, dass man sie dann verwendet, wenn der Strom besonders günstig ist. Genau. Weil die Horrorvorstellung, die ich so hatte, ist, jetzt habe ich so 3600 Kilowattstunden im Jahr an Verbrauch. Dann habe ich vielleicht 10.000, 9.000 Kilowattstunden. Da spare ich ja dann eigentlich gar nicht viel an Kosten, vor allem wenn die Strompreise weiter steigen, was momentan zum Glück nicht so aussieht. Wir hoffen ja da alle, dass sie auch mal wieder günstiger werden. Ja. Aber wenn, dann ist das so ein Milchmädchenrechnung. Dann habe ich quasi nachhaltigere Heizung, aber keine Kostenersparnis. Richtig. Besser wäre ja beides gleichzeitig zu haben. Genau, da unterstützt ja die PV auf der einen Seite auch bei. Bei dir natürlich jetzt weniger, weil es ziemlich klein noch ist. Deshalb sage ich immer, mach die Dächer voll, ihr braucht es im Winter. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, du sparst ja allein schon mal den Schornsteinfeger und die Gasgrundgebühr. Schornsteinfeger nicht, weil ich noch einen Kamin habe. Da kommt ja auch einmal im Jahr. Also den spare ich dann nicht. Okay, gut. Nur die Heizungswartung, die kostet dann auch natürlich ein bisschen mehr. Ja, die hast du ja bei der Wärmepumpe auch. Das setze ich immer eins. Das macht der Schornsteinfeger dann, oder was? Die Wartung der Wärmepumpe? Also wir haben einen Servicevertrag mit unserem Hersteller, mit unserem Installateur. Ach so. Was kostet das pro Jahr nochmal? Das ist eine gute Frage. Aber nicht mehr als die Gastherme vorher. Okay. Also du sparst dadurch da eigentlich doch nichts ein, weil du musst ja die Wärmepumpe auch warten lassen. Das ist richtig, ja. Aber wie gesagt, allein die Gasgrundgebühr müssen wir mal sehen. Bei uns waren das 10,95 €, glaube ich, im Monat. Das sind halt dann auch schon 130 € im Jahr. Oder auf 20 Jahre, da bist du dann auch bei 2.600 € schon. Da sparst du natürlich auch was mit ein. Aber es ist richtig, man kann grob sagen, wenn der Gaspreis ein Drittel vom Strompreis ist, dann wird sich da nicht viel geben. Das ist schon korrekt so, okay, ja. Du hast jetzt ja die Wärmepumpe schon ein bisschen länger. Wie lange hast du die schon? Wir haben sie jetzt ein Jahr genau. Genau ein Jahr. Und kannst du jetzt schon so ein Fazit sagen, ob du jetzt wirklich viel gespart hast an Kosten? Also ich habe jetzt selber ein Video neulich gemacht. Da habe ich mal unsere Gesamtenergiekosten ausgerechnet, die wir haben mit Auto, mit Gastherm, also mit Wärmepumpe natürlich und mit Hausverbrauch. Und die Einspeisevergütung der Photovoltaik habe ich noch mit reingerechnet. Wir liegen bei 75 € Gesamtenergiekosten im Monat. 75 € für Monat. Wärme und Strom sozusagen. Und Mobilität. Tankstelle also quasi auch dabei. Benzin fällt ja sowieso weg. Richtig. Das ist natürlich, aber gut, du darfst nicht vergessen, ihr habt ja auch zigtausend Euro vorher investiert. Eben, das muss man immer, das habe ich auch ausgerechnet. Wir haben, wenn wir normal weitergemacht hätten mit Gastherme, mit neuem Auto, das muss ich ja gegenrechnen. Und die Photovoltaik natürlich komplett rein, haben wir schon 60.000 investiert, ja. Das heißt, so. Das werdet ihr auch nie wieder rauskriegen, oder? Doch, das kriegen wir wieder raus. Weißt du, wie viele Jahre das dauert? Ich rechne auf 20 Jahre. 20 Jahre. Den Zeitraum der Förderung für die Photovoltaikanlage. Und ich sag mal, ein Lebenszyklus einer Wärmepumpe und zwei Lebenszyklen eines Autos, habe ich das ausgerechnet. Also Wärmepumpe 20 Jahre kann man rechnen? Ich habe noch keine 20 Jahre in Betrieb, das kann ich nicht sagen. Nee, aber. Aber ich kenne welche, die 15 Jahre schon erreicht haben zum Beispiel und noch laufen. Das mit den Wärmepumpen ist ja eigentlich eine ganz gute Sache, wenn man ein Eigenheim hat, Eigentum. Ja. Ne? Wenn du jetzt Mieter bist, dann bist du ja erstmal gekniffen, weil du selber kannst gar nichts veranlassen, sondern bist dem ausgeliefert, was dein Vermieter so tut. Das sehe ich tatsächlich auch persönlich total kritisch, dass jetzt irgendwann demnächst 2024 eine Verordnung verabschiedet ist, die einen dazu verpflichtet. Ich hätte das persönlich anders gemacht. Überhaupt diese handwerkliche Arbeit dort, die mit diesem ganzen Wärmepumpengesetz durchgeführt wurde von unserer Regierung, man muss das auch mal so beim Namen nennen, finde ich unter aller Kanone, muss ich jetzt ehrlich sagen, das Wort Wärmepumpe ist eigentlich verbrannt. Das ist schon fast, wenn man das Unwort des Jahres wählen würde, bei bestimmten Zielgruppen wäre das, glaube ich, Wärmepumpe. Nichtsdestotrotz glaube ich schon, dass das eine der besten Techniken ist, um momentan, Stand jetzt, möglichst umweltschonend sein Haus zu heizen, sage ich mal. Aber wenn jetzt alle Wärmepumpen hätten, wenn die kommunalen Stromnetze, jetzt kommen noch die E-Autos dazu, da sind wir wieder beim Thema von vorhin. Wie soll das denn dann laufen in der Praxis, jetzt mal ganz ehrlich? Ja, da habe ich mir auch meine Gedanken zugemacht und ich habe auch mit dem Leiter unserer lokalen Stadtwerke in Norderstedt gesprochen und dem habe ich dieselbe Frage gestellt. Man muss ja erstmal von der Grundsituation ausgehen. Wenn ich jetzt mal so ein ganz normales Einfamilienhaus wie eures nehme, das wird mit einer Wärmepumpe betrieben. Wenn es richtig kalt ist, dann wird die so mit ungefähr 3 kW laufen. Ja. Das wird sie ungefähr verbrauchen. Wenn es noch kälter wird, kommt der Heizstab dazu, dann geht es höher, aber sagen wir mal minus 10 Grad, 3 kW. Dann lädst du dein Auto auf. Du musst ja nicht
auf einen Schlag das Auto wieder voll haben. Das steht ja in der Nacht in der Regel rum. Dann lädst du vielleicht mit 2 oder 3 kW dein Auto. So, dann sind wir bei 5 oder 6 kW Leistung, die du abziehst. Das ist eigentlich dasselbe, was 2 Herdplatten und ein Backofen brauchen. Und das ist ein Szenario, das kennen wir ja. Das Problem ist natürlich bei der Wärmepumpe und beim E-Auto, die laufen dann über einen längeren Zeitraum. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass alle das gleichzeitig wirklich machen, die wird natürlich dadurch höher. Und darauf müssen natürlich dann die lokalen Energieversorger und Netzbetreiber auch reagieren. Und ich habe halt auch meine Stadtwerke gefragt, wie geht ihr denn mit der Situation um? Und die haben halt wirklich gesagt, wir wollen jetzt so schnell, die sind übrigens sehr froh, dass sie jetzt so ein Gesetz haben, mit dem sie planen können. Und die wollen jetzt so schnell wie möglich einen Wärmeplan für die Stadt Norderstedt, 80.000 Einwohner nördlich von Hamburg, aufstellen und wollen sehen, was können wir mit Fernwärme versorgen? Und wo müssen wir aber das Stromnetz noch weiter ausbauen, weil wir mit Fernwärme nicht weiterkommen? Und so versuchen die es auf dem Wege zu machen. Die haben also was zu mir gesagt, wir wollen so wenig wie möglich Material verbauen, wir wollen mit Intelligenzen arbeiten, mit Sensorik in den Stromnetzen, was wird wo, wann benötigt. Und da, wo sie wirklich müssen, da gehen sie ran und müssen natürlich dann auch einmal aufreißen und neue Stromnetze verlegen. Aber die wollen wirklich so diesen Mix aus Fernwärme und Stromwärme quasi zusammen kombinieren und dann gucken, was sie wo machen. Das kannst du natürlich nicht für jede Kommune so betreiben. Ne? Ja. Es gibt halt welche, die haben nicht mal die Chance auf Fernwärme. Was natürlich immer noch geht, sind lokale Versorgungsunternehmen oder auch quasi Selbstversorgung von lokalen Einheiten. Ja. Was Holger Laudelei in letzter Zeit immer oft propagiert, ist auch ein sehr interessantes Thema. Definitiv. Aber wie gesagt, das mit der Fernwärme kannst du nicht überall anwenden. Nee. Von daher muss es halt dann schon über die normalen Stromnetze laufen. Und da kommt aber auch wieder, das ist auch die Erkenntnis, die ich jetzt quasi so langsam habe. Stichwort eben Stromspitzen und so. Aber wenn du dann eben die Möglichkeit hast, über die entsprechenden Stromanbieter das Abrufen deiner Leistung in Zeiten zu legen, wo Strom billig ist, was ja in deinem eigenen Interesse ist, weil du willst ja Geld sparen. Was bedeutet denn, dass Strom billig ist? Das bedeutet, es gibt davon sehr viel. Ne? Weil immer, wenn es ein Überangebot gibt, dann sinken die Preise, ganz klar. Und das ist an der Strombörse genauso. Das heißt, wenn du deine Wärmepumpe laufen lässt, wenn der Strom billig ist, dann ist auch sehr viel Strom im Netz. Da muss ja irgendwo hin. Sonst müssen sie die Windräder abschalten. Ja? Richtig. Und das bedeutet nicht nur, es gibt genug Strom gerade, wenn du deine Wärmepumpe laufen lässt, sondern der ist auch noch möglichst ökologisch, weil der günstigste Strom ist oft der regenerative. Ja. Nur da ist halt oft ein Überangebot da. Wenn es wahnsinnig windig ist und die Sonne auch noch scheint, ja, wohin damit? Dann musst du Windräder runterfahren. Und das wollen wir ja gar nicht. Das heißt, das ist im Prinzip eine super Technik. Bloß dass die Leute, die wissen sowas gar nicht, weißt du? Also Leute, die eben sagen, der Strom reicht nicht, die Netze gehen kaputt. Das ist die Antwort eigentlich. Ne? Netzdienliches Betreiben solcher großen Verbraucher, sei es E-Autoladen oder Wärmepumpe anschalten. Das ist einer der großen Standfüße der Energiewende, ja. Der halt noch nicht so nur kommuniziert. Kommuniziert, wird, ja. Kommunikation ist oft alles. Und ich reg mich immer tierisch auf, was die Leute in unserer Regierung nicht kommunizieren. Oder zumindest sie glauben vielleicht, dass sie es kommunizieren, aber es kommt nirgendwo an. Und richtig. Das ist echt, und dafür jetzt sind wir da, ja, dass wir kleinen YouTuber euch das erzählen müssen. Einige von euch wissen das natürlich längst, aber mir zum Beispiel, ja, mir war das vorher, obwohl ich ja nun nicht unbeleckt bin, war das vorher nicht so klar. Und das finde ich eine super Erkenntnis. Ja. Vielleicht noch zum Abschluss eine Sache, die ich vor 2 Tagen gelesen habe, und das finde ich auch mega Aufreger. Also am Ende des Videos mit dem Aufreger zu enden, ist zwar blöd, aber es muss ich einfach mal loswerden. Ja. Ich habe vorgestern gelesen, Photovoltaikausbau ist ja wunderschön, passiert ja auch rasant, aber fast nur bei Privatanbietern, also Privathaushalten so. Ne? Die Industrie mit ihren Millionen, Milliarden Quadratmeter Flachdachflächen in Deutschland, die es ja gibt, baut kaum PV-Anlagen auf. Und man könnte, zumindest theoretisch, ja, so stand es in dem Artikel, theoretisch könnte man, wenn man alle Gewerbedächer, die dazu in der Lage wären, in Deutschland mit PV ausstatten würde, hätte man die Spitzenleistung von 400 Kernkraftwerken. Das muss man sich mal vorstellen. Ja. Das ist natürlich jetzt eine Spitzenleistung, die nicht eine Dauerleistung ist, aber da ist doch so ein Riesenmissverhältnis. Wie kommt das zustande? Ja, ich meine, man kann ja nicht die Spitzenleistung von allen Photovoltaikanlagen am Mittag als Maßstab setzen. Lassen wir das mal weg. Ja. Aber auch der Fakt, dass eben so ganz wenig Industriedächer zugepflastert werden mit PV, warum passiert das nicht? Also meiner Meinung nach ist nur meine persönliche Meinung. Ich weiß nicht, ich bin kein Wirtschaftsökonom, aber
die meisten Manager denken nicht in langfristigen Zeiten, die du halt mit Photovoltaik denken musst. Du musst halt über 10, 15, 20 Jahre denken. Du hast hier mit deiner PV selber erlebt. Die hat ja auch ein paar Jahre gebraucht, ja, 10 bis Jahre, sie sich amortisiert genau. hat. Genau, welcher Manager rechnet denn in 10-Jahres-Zyklen? Das heißt, die Investition, keine Ahnung, 500.000 für eine 100 kW Peak-Anlage oder was auch immer die kostet, ist ihnen zu viel. Und Nachhaltigkeitsgedanke spielt auch keine Rolle. Nach mir die Sinnflut, Hauptsache die Shareholder kriegen ihr Cash. Wahrscheinlich ist das ein gezwungenes Denken, ja, weil der Markt das einfach so vorgibt. Ich sage mal, wenn viele Mittelständler früher schon auf Photovoltaik gesetzt hätten, dann wären sie durch die Energiekrise gar nicht so in Mitleidenschaft gezogen worden. Ja. Und wir predigen es ja schon lange. Aber das ist halt, ich denke, das ist einfach ein Problem bei der Sache. Aber wie gesagt, ich bin kein Ökonom. Ich kann das nicht hundertprozentig sagen. Das Problem ist immer, das Wissen ist eigentlich da, nur das Handeln erfolgt nicht dem Wissen, sondern anderen Gesetzgebungen. Und das ist wahrscheinlich das, wo es dran krankt. Wobei viele große Player inzwischen sagen, wir gehen dahin, wo regenerative Energien sind, weil es einfach zukunftsorientiert ist. Also viel wird ja gesagt, Deindustrialisierung unseres Landes kann ich nicht bestätigen an Fakten. Ich weiß es nicht, ob alle abwandern, aber viele, die zuwandern, Northvolt zum Beispiel, die wollen ja auch hier im Norden sich ansiedeln. Die gehen dahin, wo der Wind ist. Tesla in Brandenburg, da wo auch viel Windenergie ist, da gehen die Firmen hin, da gehen die Arbeitsplätze hin. Gibt es leider bloß kein Wasser, ne? Aber gut, anderes Thema. Irgendwas ist immer. Ja, also ihr seht, das Thema ist extrem vielschichtig. Und ich bin jetzt, was das Thema Wärmepumpe angeht, doch deutlich schlauer, muss ich sagen. Auch was die eigene Auffassung angeht, ob sich das Ganze lohnt und wie das Ganze nachhaltig sich trägt. Und euch hat es ja vielleicht auch ein bisschen Erkenntnis gebracht. Schreibt mir doch gerne auch mal in die Kommentare, ob ihr euch auch schon mit dem Thema beschäftigt habt, ob ihr vielleicht selber schon eine Wärmepumpe betreibt, wie eure Erfahrungen damit sind. Das würde mich alles mal interessieren, denn ich muss ja auch noch ein bisschen mitlernen bei diesem Thema. Und Martin, ich danke dir ganz herzlich, dass du heute mein Gast warst. Sehr gerne. Und das nächste Mal bin ich dann bei dir. Ja. Und dann quatschen wir weiter. So machen wir es. Gewaltig nachhaltig. Schaut mal rein auf dem Kanal und unbedingt abonnieren. Es lohnt sich. Ich danke euch fürs Zuschauen. Dann, wenn euch das Video bei mir gefallen hat, vergesst nicht, mir auch einen Daumen nach oben zu geben. Und natürlich meinen Kanal abonnieren, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Dann bleibt ihr immer auf dem Laufenden. Dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video. Würde mich freuen, wenn ihr da auch wieder dabei seid. Bis dahin. Ciao. Tschüss.